Kommt zum Tagesordnungspunkt 43, Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Hier liegen drei Wortmeldungen vor. Es beginnt Frau Staatsministerin Höfgen aus Rheinland-Pfalz. Das ist zu Protokoll gegeben worden, aber sie steht hier oben. Dann nehmen wir das runter und lassen das zu Protokoll nehmen. Was gesagt werden sollte, dann wäre als nächster dran Herr Senator Kerstan aus Hamburg, der möchte sprechen oder auch zu Protokoll geben. Möchte sprechen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Klimaschutz ist die zentrale und vorrangige politische Aufgabe unserer Generation. Ich glaube, man muss inzwischen lange so jemanden suchen, um einen Politiker oder eine Politikerin zu finden, die diesen Satz noch nicht gesagt hat und die meisten von Ihnen sogar deutlich mehr als einmal. Und wenn dieser Satz ausgesprochen wird, dann kommt meistens auch die Floskel vom entschlossenen Handeln, das jetzt nötig ist. Und ich glaube, das ist eben auch der Rahmen, unter dem wir heute den Blick auf die EEG-Novelle werfen müssen, ob es Ausdruck entschlossenen Handelns oder eben nicht ist. Denn wenn es das nicht wäre, es gibt kaum verbal so viel Einigkeit wie über den Klimaschutz, über dessen Notwendigkeit und Dringlichkeit, das wäre sehr bedauerlich. Einigkeit auch darin, dass im Zentrum dieser Aufgabe die Energiewende steht, mit dem Ziel, fossile Energieträger durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Das wichtigste und erfolgreichste Instrument der Energiewende ist mittlerweile seit gut 20 Jahren das Erneuerbare Energiengesetz. Mit all den Anpassungen, die es über die Jahre erfahren hat, manchmal trotz diverser Anpassungen, ist es bis heute der starke Motor geworden, um den Anteil der Erneuerbaren auszubauen. Und auf diesem Weg haben wir wirklich viel erreicht, nämlich dass heute in diesem Jahr zum ersten Mal nahezu die Hälfte des Stroms durch erneuerbare Energien erzeugt wurde. Das heißt allerdings jetzt auch, dass wir jetzt dringend einen Wechsel brauchen, dass wir das System in einen Blick nehmen müssen, in dem die Erneuerbaren eben nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel geworden sind, technisch, wirtschaftlich und regulatorisch. Die Europäische Union hat gerade ihre Klimaziele angehoben. 5 Jahre nach dem Abkommen von Paris sicher der einzig richtige Schritt, der dringend notwendig war. Mit dem Green Deal hat sie einen Rahmen entworfen, mit dem diese Transformation dann auch gelingen kann. Und das ist auch der Hintergrund, vor dem wir die heutige Novelle zu diskutieren und zu bewerten haben. Aber lassen Sie mich vielleicht erst mal das Positive vorwegnehmen. Ohne Zweifel ist diese vorliegende Novelle besser, als wenn es gar keine Novelle gegeben hätte. Auch wenn das Ergebnis weder die lange Zeit rechtfertigt, die sich die Bundesregierung dafür genommen hat, noch der zeitliche Druck, mit dem sie es jetzt wieder einmal durch die Gremien und auch den Bundesrat bringen will. Der Änderungsbedarf war schon sehr lange bekannt. Was uns die Bundesregierung im ersten Durchgang vorgelegt hatte, war trotzdem voller Lücken und alles andere als ein großer Wurf. Aus unseren Beratungen im Bundesrat ist eine Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen hervorgegangen. Bei der Übernahme dieser Vorschläge, muss man allerdings sagen, hat sich der Bund äußerst reserviert gezeigt. Dass heute einige der gravierenden Schwächen behoben wurden, liegt mit Sicherheit nicht daran, dass die Bundesregierung sich inhaltlich mit den Vorschlägen des Bundesrats auseinandergesetzt hätte. Dieses Verdienst gebührt den Regierungsfraktionen. Es hat viel mehr mit der Dynamik in der Großen Koalition zu tun. Und dieser Dynamik ist allerdings leider auch geschuldet, dass die wesentlichen Schwachpunkte des Gesetzes nicht angefasst wurden. Dank der Änderungen in letzter Minute erhalten jetzt zum Beispiel Ü20 Windenergieanlagen, die zum Ende des Jahres aus der Förderung zu laufen drohten, jetzt doch noch eine wirtschaftliche Anschlussperspektive. Rund 4 Gigawatt Erzeugungsleistungen wären sonst zu Neujahr, also in wenigen Tagen, abgeschaltet worden. Das wäre wohl wirklich auch sehr schwer zu vermitteln gewesen. Und gerade auch wegen dieser Dringlichkeit wird diese Novelle, trotz aller Vorbehalte, die bestehen,
heute auch ohne weiteres dem Bundesrat passieren. Ich will auch nicht weitere positive Ansätze übergehen. Die Erleichterung für Mieterstrom vermerke ich als Senator in der Mieterstadt Hamburg gerne. Unnötig allerdings sind dabei die Beschränkungen bei der Anlagengröße auf 100 kW und dem jährlichen Ausbau auf 100 Megawatt. Ob die Regelungen zur Gewerbesteuerbefreiung für Wohnungsunternehmen in Bezug auf erneuerbare Stromerzeugung so greift wie vorgesehen, das werden wir noch prüfen müssen. Eine solche Regelung hatten wir als Bundesrat ja schon gefordert. Jetzt ist sie sehr, sehr kurzfristig noch ins Gesetz eingefügt worden. Jedenfalls wäre mit einer Verbesserung beim Mieterstrom einmal der Anfang gemacht worden, um den ökologischen, aber auch den sozialen Anspruch der Energiewende zu erfüllen. Das heißt, nicht nur das Potenzial der erneuerbaren Energie zu heben, sondern einmal auch allen Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile der Erneuerbaren zugutekommen zu lassen und sie nicht immer nur als Einzige dafür zahlen lassen. Dass für die Befreiung kleiner PV-Anlagen von der EEG-Umlage die Schwelle auf 30 kW angehoben wird, entspricht der Forderung des Bundesrats und ist im Übrigen auch nur eine Übereinstimmung mit der RED2-Richtlinie. Auch das gesonderte Ausschreibungssegment für Photovoltaik-Dachanlagen ist grundsätzlich positiv und auch sehr hilfreich bei der Umsetzung einer Solardachpflicht, die Hamburg als erstes Bundesland bereits beschlossen hat und was auch mittlerweile auch andere gesetzlich verankert haben. Die entsprechende Verordnung werden wir nächsten Dienstag im Senat beschließen. Die Absenkung der EEG-Umlage auf Landstrom für Schiffe wird dieses Angebot auch attraktiver machen und uns bei der Luftreinhaltung und der CO2-Einsparung helfen, die beihilferechtliche Zustimmung der Kommission vorausgesetzt. Das ist ein ganz wichtiges Thema in einer großen Hafenstadt wie Hamburg. Natürlich kann man bei einer solchen Frage über die Begünstigung bei der EEG-Umlage sehr prinzipiell streiten, mit sehr vielen guten Gründen. Hamburg setzt sich beim Bund zusammen mit seinem Nachbarland Schleswig-Holstein schon lange dafür ein, eine grundsätzliche Überarbeitung der Steuern, Abgaben und Umlagen zu erreichen. Aber so weit sind wir eben noch nicht. Und solange es so weit noch nicht ist, bleiben sinnvolle Privilegierungen neben doch ganz vielen Fragwürdigen aus der Vergangenheit sicherlich vertretbar. Aber, meine Damen und Herren, Sie sehen, wenn man über das Positive dieser Novelle spricht, dass man sich bei der Würdigung positiver Aspekte schnell in Details und auch mit Dingen verlieren kann, die eher von lokalem Interesse sind. Jedem von uns irgendetwas zu geben, was er oder sie dann zu Hause stolz vorzeigen kann, das ist eine bewährte Taktik, mit der man in der Politik oft Zustimmung sich verschaffen kann. Wirklich große Herausforderungen sind mit dieser Methode allerdings noch nie bewältigt worden. Und auf die großen Herausforderungen der Energiewende finden wir in dieser Novelle leider keine Antworten. Das gilt schon für das übergeordnete Ziel. So gut die gesetzliche Verankerung von 65% klingt, die zugrunde liegende Voraussetzung bedeutet, geht von einem absinkenden Stromverbrauch bis 2030 aus. Das ist völlig unrealistisch und hat mit der Realität in unserer Wirtschaft und Gesellschaft und Technologie überhaupt nichts zu tun und ist auch deshalb völlig unrealistisch, wenn wir annehmen, dass die Bundesregierung ihre hochfliegenden Pläne für den Ausbau grünen Wasserstoffs und der Elektromobilität auch wirklich ernst meint. Wenn man diese realistischen Annahmen eines steigenden Stromverbrauchs zugrunde legt, dann wird aus einem geplanten 65%-Anteil sehr schnell ein realer Anteil von 50%. Den Anteil, den wir bereits heute schon haben. Was also bei oberflächlicher Betrachtungsweise wie ein Wachstumspfad aussieht, entpuppt sich als eine gesetzlich verordnete Stagnation. Aber auch angesichts der neuen europäischen Klimaziele würden selbst echte 65% in Deutschland nicht ausreichen. Es ist völlig absehbar, dass die Ökostromlücke wachsen wird und dafür braucht es nicht die vorgesehene viel zu späte Evaluation im Jahr 2023. Es braucht auch kein weiteres Warten auf die Europäische Union. Es ist schon jetzt sofort unumgänglich, die vorgesehenen Ausschreibungsmengen für Wind- und Solarenergie mindestens zu verdoppeln und für die Technologie die Rahmenbedingungen für den Ausbau entscheidend zu verbessern. Die jetzt vorgelegten Ausbaupfade in dieser Novelle allerdings sind ein Business-as-usual-Szenario, mit dem die Energiewende und anspruchsvolle Klimaziele nicht gelingen können.
Und trotz dieser bescheidenen Ziele hapert es dann bei der praktischen Umsetzung auch noch an vielen Stellen. Für den Onshore-Windausbau bleiben die Flächen der begrenzende Faktor. Die Probleme und die Konflikte dabei sind überhaupt nicht trivial und auch schwierig, bei neuen Standorten auch genauso wie beim Repowering. Das weiß ich als Senator, der sowohl für Energie als auch für Naturschutz zuständig ist, sehr genau. Und das ist das Problem der täglichen Arbeit. Aber eine Lösung, wie die Bundesregierung sie jetzt anbietet, ist eben genau das, nämlich gar keine Lösung. Für jeden, der beide Seiten des Problems kennt, ist klar, dass der vorgeschlagene Koordinierungsmechanismus uns nicht weiterbringen wird. Zu den vorgesehenen Vergütungsregelungen wäre einiges zu sagen. Ich möchte es bei einer grundsätzlichen Anmerkung belassen. Das Förderende für die erste Generation von EEG-Anlagen wäre wirklich ein guter Zeitpunkt, ein guter Anlass gewesen, um schon heute die Weichen zu stellen für den zusätzlichen Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen außerhalb des EEGs. Hier wurde mit dieser Novelle allerdings überhaupt kein Schritt in diese Richtung unternommen. Zum Schluss möchte ich nicht schließen, ohne noch etwas über den unvermeidlichen Wasserstoff zu sagen. Von der Energiewende zu reden, bedeutet ja für viele von uns oder von viele gleichbedeutend, nur noch von Wasserstoff zu reden. Erstaunlich ist, dass dabei es anscheinend leichter ist, eine rosige Zukunft von Wasserstoff an die Wand zu malen, als darüber zu reden, wo der grüne Strom eigentlich herkommen soll, der diesen Wasserstoff produziert, was ja zwingend notwendig ist, weil Wasserstoff sonst gar nicht klimafreundlich wäre. Richtig ist allerdings, dass für die Dekarbonisierung der Industrie grüner Wasserstoff eine Schlüsselrolle spielen muss. Das sagen, dass es für große Industriebetriebe ist im Grunde genommen gar keine andere Technologie am Horizont zu sehen, mit der das gelingen kann. Und insofern ist die Privilegierung von grünem Wasserstoff hier im Bundesrat auch einhelliger Konsens, was ein deutlicher Schritt vorwärts ist. Wir in Hamburg wollen diese Chance natürlich auch nutzen, um unsere Industrie, um gemeinsam mit unserer energieintensiven Industrie die Wasserstoffwirtschaft in Hamburg aufzubauen und dabei die Infrastruktur zu schaffen, mit der eine Wasserstoffwirtschaft dann nicht nur energie- und klimapolitisch, sondern auch standortpolitisch gute Regeln entfacht. Wir haben dort jetzt ein gutes Fenster der Opportunity. In Hamburg können wir uns gerade über die Abschaltung eines Kohlekraftwerks freuen, das nie hätte gebaut werden dürfen. Mit dem Abriss des Kraftwerks wird jetzt ein Standort frei, der mit seinem Zugang zum 380 kV Übertragungsnetz, mit Seeschiff, tiefem Wasser und mit seiner Nähe zur stromintensiven Industrie hervorragend für innovative Anwendungen der Sektorkopplung geeignet ist. Wir planen in diesem Rahmen eine große Elektrolyseanlage, in der Tat im Moment die größte, die weltweit geplant wird, den Aufbau eines Wasserstofftransportnetzes für Industrie in Hamburg und auch Wasserstoffimportterminals. Sie sehen also, Hamburg will bei der Wasserstoffwirtschaft vorangehen. Aber selbst wenn wir alles richtig machen, wird Wasserstoff eben nicht der alle glücklich und selig machende Heilsbringer sein. Diese größte Elektrolyseanlage, die wir planen, 100 Megawatt, produziert, wenn sie denn da ist, mal gerade eben 2%, den wir nur in Hamburg brauchen, um die 15 größten Industriebetriebe mit Wasserstoff zu versorgen. Insofern wird Wasserstoff, selbst wenn wir alles richtig machen, immer knapp und immer teuer bleiben in den nächsten Jahren. Und deshalb wird Wasserstoff eben auch nicht in Massenmärkten wie dem motorisierten Individualverkehr eine zentrale Rolle spielen können. Und ebenso wird Wasserstoff niemals einen Beitrag zur städtischen Wärmeversorgung leisten können, im Gegensatz zu Wärmepumpen oder Power-to-Heat, das sage ich ganz bewusst auch als Aufsichtsratsvorsitzender eines der größten Gasnetzbetreiber in Deutschland. Und Wasserstoff wird auch nicht das bevorzugte Medium der Stromspeicherung sein, sondern viel eher Batteriespeicher oder Hochtemperaturspeicher zur Rückverstromung. Was wir im Sinne der Energiewende realisieren können, das wird ganz wesentlich von dem bundesgesetzlichen Rahmen abhängen. Darum sehe ich mit großer Sorge, dass auch grauer Wasserstoff privilegiert werden soll und dass andere Techniken der Sektorenkopplung überhaupt nicht mehr diskutiert werden. Für ein zukunftsfähiges Energiesystem brauchen wir aber auch weitere Technologien genauso dringend, wie wir eine grüne Wasserstoffwirtschaft etablieren müssen. Ansätze, grünen Wasserstoff oder auch andere Technologien marktfähig zu machen,
sehe ich bisher mit nur sehr wenigen zaghaften Ansätzen. Bei anderen Technologien außer Wasserstoff suche ich sie sogar vergebens. Von Technologieoffenheit und Effizienzorientierung, also von dem vielbeschworenen Level Playing Field, sind wir deshalb meilenweit entfernt. Und auch hier zeigt sich leider, dass die Bundesregierung nach wie vor keinen strategischen Ansatz verfolgt, in dem Sektorpolitiken sinnvoll aufeinander abgestimmt sind und auch auf unsere Klimaziele bezogen wären. Meine Damen, meine Herren, 20 Jahre nach der Verabschiedung des ersten EEG und fast genau am 5. Jahrestag des Abkommens von Paris hätte heute ein historischer Tag sein können. Ja, es hätte ein historischer Tag sein müssen, an dem wir das zentrale Regelwerk für das Voranbringen des Klimaschutzes und der Energiewende auf die Höhe der Zeit bringen und das Tempo deutlich erhöhen. Doch die Bundesregierung wollte es anders, das zeigt die heute vorliegende EEG-Novelle. Statt ein neues Kapitel aufzuschlagen, schreibt sie das Business as usual weiter und eine Fußnote zu einer Geschichte verpasster Chancen. Von der Regierungskoalition werden zentrale Fragen für den Erfolg der Energiewende per Entschließung ins nächste Jahr geschoben. Ob dann entscheidende Zukunftsfragen wirklich mit einer Verordnungsermächtigung gelöst werden können, ohne dass wir Bundesländer auch nur irgendetwas dazu beitragen oder mitdiskutieren können, das werden wir in diesem Hause noch diskutieren müssen. Trotzdem, die Beratungen in unserem Haus haben gezeigt, dass das Problembewusstsein hoch ist und auch der Wille der Einigung über alle politischen Farben, über alle Regierungskonstellationen hinweg. Eine Koalition der Willigen wäre also möglich. Die Bundesregierung hat mit dieser Novelle neben den Aufgaben des Klimaschutzes auch die Chancen der Energiewende liegen gelassen. Aber wir können sie später noch ergreifen. Dafür ist es noch nicht zu spät. Die Zeit dafür ist aber wirklich dringlich. Herzlichen Dank, Herr Senator Kerstan aus Hamburg. Wir hören jetzt Frau Bürgermeisterin Popp aus Berlin. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist das Herzstück der Energiewende in Deutschland. Deswegen ist es gut und notwendig, dass wir heute die überfällige Reform hier auch passieren lassen. Denn es hat sich in den letzten Jahren ein Reformstau aufgetan, der nun zumindest teilweise abgebaut werden kann. Es werden Bürokratiehürden gesenkt und in Details, etwa bei der finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windkraftanlagen, auch gute Regelungen getroffen. Allerdings, und das ist hier auch schon angemerkt worden, verfehlt die Reform insgesamt leider deutlich die Anforderungen der Zeit. So richtig es ist, die CO2-neutrale Stromversorgung in 2050 festzuschreiben, so sehr schon heute absehbar, dass das ja viel näher liegende Ziel von 65% emissionsfreiem Strom in 2030 verfehlt werden wird. Wir werden hier, denke ich, in sehr kurzer Zeit nacharbeiten müssen, denn an zwei einfachen Punkten ist zu erkennen, dass die Ausschreibungsmengen am falschen Zielkorridor orientiert sind. Zum einen nimmt die Bundesregierung noch immer an, dass der Strombedarf in den nächsten 10 Jahren insgesamt sinken wird. Tatsächlich gehen aber alle Expertinnen inzwischen davon aus, dass der Strombedarf selbst bei Effizienzsteigerungen steigen wird. In der Sektorkopplung, bei der Wasserstoffelektrolyse, beim Ausbau der Elektromobilität, bei der erneuerbaren Wärme setzen wir darauf, mit Strom aus erneuerbaren Quellen die Energie für die Sektoren Wärme und den Verkehr zu produzieren. Und nur mit konsequenter Sektorenkopplung wissen wir auch, können wir Deutschlands CO2-Reduktionsziele erreichen. Auch der Bundesverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft hat in der Anhörung des Bundestags einen deutlich höheren Ausbaupfad auch angemahnt. Zum Zweiten hat die EU-Kommission gerade vor wenigen Tagen ein nochmals ehrgeizigeres Ziel der Reduktion von Klimagasen gesetzt. Dies wurde der vorgelegten Reform nicht berücksichtigt. Erste vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass eine Verdopplung der Ausbauziele notwendig ist. Wir werden hier also sehr bald erneut über die Reform der Reform sprechen müssen. Ich hoffe, dass dann auch Gelegenheit ist, noch stärker die Chancen der Städte und der urbanen Zentren in den Blick zu nehmen. Der Entwurf atmet leider immer noch stark den Geist, dass unsere Städte nur Energiesenken seien. Tatsächlich wollen und müssen wir aber auch unseren Beitrag zur Energiewende leisten. Dafür sind wir auf den geeigneten Rahmen aber angewiesen. Erforderlich ist dafür ein Umdenken in Bezug auf die Stromversorgung hin zu dezentralen Konzepten in Städten und verbrauchsoptimierten Lösungen, von denen alle profitieren.
Gebraucht hätte es deshalb auch eine Anschlussregelung zum Nutzen für Überschussstrom für Power-to-X-Anlagen. Berlin beispielsweise hat rund 325.000 Wohngebäude. Studien zeigen, dass die Stadt rund ein Viertel des eigenen Stromverbrauchs durch PV, also durch Photovoltaik, decken könnte. Bisher geschafft haben wir allerdings nur einen Bruchteil. Wesentlich verantwortlich dafür sind bundespolitische Hürden, die wir hier im Bundesrat ja auch mit Änderungsanträgen umfangreich adressiert haben. Es gilt, diese Hürden zu senken und insbesondere das Modell des Mieterstroms weiter auszubauen. Dafür hat dieser Entwurf leider nur sehr punktuell Erleichterungen geschaffen. Ich begrüße ausdrücklich, dass für Gebäudesolaranlagen eine eigene Ausschreibungssparte aufgenommen wird. Positiv ist ja auch, dass für den Mieterstrom eine zumindest angemessene Erhöhung des Mieterstromzuschlags auch erfolgt. Aber zugleich senkt dieses Gesetz die Vergütungssummen für Solaranlagen insgesamt drastisch und beschleunigt die Degression sehr stark. Der Bundesrat hat im ersten Durchgang die Sorge geäußert, dass der Betrieb von Solaranlagen so sehr schnell unwirtschaftlich werden und damit der Ausbau zum Erliegen kommen könnte. Ich befürchte weiterhin, dass diese Reduzierung der Rentabilität eine Bremse für den notwendigen Ausbau sein wird. Im Vorfeld der Gesetzesberatungen hatte die Bundesregierung auch eine Reihe von weiteren Änderungen am Regelwerk des Mieterstroms angekündigt, die nun leider nicht in diesem Entwurf enthalten sind. Ich habe mit Interesse gelesen, dass die Koalitionsfraktionen im Bundestag weitere Änderungen angekündigt haben, etwa die Befreiung von Mieterstrommodellen von der Gewerbesteuer. Das wäre ein sehr wichtiger und richtiger Schritt. Aber die müssen weitere folgen, wenn man das Potenzial der Städte auch tatsächlich heben für die Energiewende. Zum Ersten muss die Begrenzung von Mieterstromprojekten auf 100 Kilowatt installierter Leistung muss aufgehoben werden. Denn gerade in Städten wie Berlin mit hoher Dichte ist das einfach kontraproduktiv. Die Begrenzung der Projekte auf Wohngebäude statt auch teilweise auf die leichter zu erschließenden Gewerbeimmobilien zu erstrecken, ist mir völlig unverständlich. Die Ungleichbehandlung von Gebäudesolar und Freiflächensolar in der Ausschreibung kann zu Fehlanreizen führen. Und die unzureichende Veränderung bei Fragen zur Anlagenzusammenfassung müssen wir weiter bearbeiten. All diese Punkte hatte der Bundesrat im ersten Durchgang der Bundesregierung zur Prüfung anempfohlen. Leider sind die erforderlichen Änderungen bis heute nicht erfolgt und mit dieser Novelle nicht erfolgt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Berlin hat sich ehrgeizige Ziele für den Ausbau der CO2-Emissionen gesetzt. Und ich bin sehr zufrieden und die Berlinerinnen und Berliner können auch sehr stolz darauf sein, dass wir bereits im Jahr 2019 vor der Corona-Krise das ehrgeizige Ziel der Reduktion von 40% der Emissionen bereits geschafft haben. Vor allem durch den in unserer Stadt größtenteils erfolgten Kohleausstieg und zahlreiche Maßnahmen im Klimaschutz ist es uns gelungen, trotz eines Rekordwirtschaftswachstums und eines Rekordbevölkerungswachstums der letzten Jahre in Berlin die CO2-Emissionen deutlich zu senken. Aber um die Klimaziele der EU und des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen wir für die nächsten 10 Jahre noch ehrgeiziger werden. Ohne entsprechende Regeln auf der Bundesebene für den schnelleren Kohleausstieg und den damit verbundenen Ausbau der erneuerbaren Energien wird es nicht gehen. Ich erwarte daher weitere Reformschritte in den nächsten Jahren. Das Land Berlin wird sich wie immer konstruktiv daran beteiligen. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Bürgermeisterin. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz gestern verabschiedet. Da keine Landesanträge auf Anrufung des Vermittlungsausschusses vorliegen, stelle ich fest, dass der Bundesrat zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss nicht angerufen hat.